Guten Morgen, Night City! Das Ergebnis der gestrigen Leichenlotterie, eine solide 30. 10 davon aus Haywood. Geht doch nichts über Gangkriege. Dazu ein toter Polizist. Also seid ihr alle sowas von im Arsch. Sowas nimmt das NCPD persönlich. Während in Santo Domingo an euch Stromausfall herrscht, Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz. In Westbrook kratzt Traumateam unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Opfern vom Asphalt. Und in Pacifica! Naja, Pacifica ist eben Pacifica. So viel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euren Tag in der Stadt der Träume! Diese Schmerzen. Hier, als Schmerzmittel. Ja, das wurde aber auch Zeit. Ladies and Gentlemen, in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen in Night City, in irgendeiner siffigen Bar. Ich freue mich, wir haben eine gebrochene Nase. Okay, wer bist du und wo bin ich hier? Shot trinken, gebrochene Nase richten. Eieiei, pass auf, wir werden jetzt mal die Nase richten vielleicht. Ah! Dieser Hurensohn. Alles in Ordnung, Hermana? So ein Bastard wollte mich überfallen. Hab's verhindert. Was? Jemand von hier? Würde jemand von hier auf so eine Scheißidee kommen, Pepe? Hör zu, ich hab ein Problem. Echt ernst diesmal. Schieß los. Klingt, als hättest du Ärger. Brauchst du Hilfe? Ah, ich wusste, auf dich ist Verlass. Weißt du, ich hab Schulden bei Kirk. Und der bricht mir die Beine, wenn ich nicht bis morgen zahle. Und der Mann, das tot ernst, hat die Kartelle auf seiner Seite. Du arbeitest mit Kirk? Jede Sau in Haywood weiß, dass das dein verdammter Halsabschneider ist. Mein Bruder ist aus dem Knast. Wollte ihm eine Party schmeißen. Ach, hab Scheiße gebaut, Willi. Wirst du's je lernen, Pepe? Geht's wenigstens deinem Bruder gut? Ja, der zieht sein Ding durch. Also, hilfst du mir? Ja, Logo, helfe ich dir. Aber dann schuldest du mir was. Willkommen zu Cyberpunk 2077, dein erster Besuch in Night City, Tomb. Verfolge die Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu lernen. Wenn du bereits ein erfahrener Edgerunner bist, kannst du die Anzeige der Tipps auch deaktivieren. Du kannst über die Datenbank jederzeit auf die Tutorials oder die wichtigen Themen Cyberpunk 2077 zugreifen. Aber ihr da draußen in 2020 kennt überhaupt noch nichts von Night City und genau aus diesem Grund werde ich euch diese kurzen Hilfestellungen hier einfach stehen lassen. Er ist ein guter Junge. Das ist mir das Leben wie echt. Geil, also, das ist voll mein Spiel, in so einer siffigen Bar aufwachen. Das ist der Spiegel, okay, geil. Aber wo war jetzt mein Shot? Kriege ich jetzt trotzdem noch einen Shot? Vielleicht? Gibt's das? Suche Kirk im ersten Stock, alles klar. Hi, kann ich mit dir reden? Hey, was machst du hier? Ich glaube, die will nicht mit uns reden. Das ist auch geil. Erstmal sämtliche Leute anquatschen. Ja, helfe ich dir. Also, was für ein Club sind wir eigentlich gelandet? Ist ja noch nicht so voll, ne? Aber gut, ich quatsche ja normalerweise auch nicht mit jedem irgendwie. Wir gucken uns erstmal ein bisschen im Club um. Guck mal, da steht ja was mit 18 plus. Da will ich hin. Oh, ich glaube hier, das sollte ich vielleicht nicht öffnen.
habe irgendwas mitgenommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war. Vielleicht. Kann ich es auch wieder zumachen? Ich habe nichts gemacht. Ich war nie hier. Happy Hour. Ja, es sieht sehr happy aus hier. Hi, na? Was ist das? Taste the Love? Was habe ich jetzt bekommen? Okay, gut. Aber dafür habe ich vermutlich auch irgendwie Geld gelassen. Alles weg. Was? Okay, der Dealer hat nichts. Weiß nicht. Die Kolumbianer vielleicht? Ja, alles klar. Man sieht sich. Ich meine, du quatschst ja normalerweise auch nicht mit jedem Club, weißt du? Burrito XXL. Klo ist auch immer gut. Aber ist das hier so ein gemischtes Klo oder ist das das Herrenklo? Ich kann mich nicht sehen, das ist schon mal gut. Will ich wissen, was hier los ist? Eigentlich ja schon. Oh, ja, wie so ein typisches, ranziges, siffiges Clubklo. Geil. Wie ein siffiges Clubklo. Na, ich sehe doch, du chattest. Hey. A ver si ya dejas de andar con tus mamadas. Ja, genau so. Ich guck einfach mal in den Spiegel. Alles klar. Mich interessiert natürlich auch, was hinter... Ah, Entschuldigung. Okay, da wird Billard gespielt. Alles klar. Ich gucke mich natürlich ein bisschen um. Oh, geil, aber hier gibt es so einen Automaten. Das ist schon wieder ein geiler Club. Was heißt hier jetzt 18 plus? Ist da dann irgendwie der Darkroom? Was ist das Projekt hier unten? Geht's dir gut? Oh, ich glaube, denen geht's gar nicht mehr gut. Ja, so seht ihr auch alle aus. Nee, lass mal. Kein Interesse. Eieieiei. Okay, geil. Oh, Lady. Javi hat ein paar gebrochene Rippen, aber Gott sei Dank hat die Kugel keine Organe getroffen. Was ist passiert? Eieieiei. Das geht ja gut los. Aber es ist nicht voll hier. Es ist einfach nicht voll hier. Wäre zumindest schon mal kein Club in Berlin. Da kann man nicht rein. Ist vielleicht irgendwie sowas wie VIP? Eieiei. Hey Kirk, können wir reden? Wie? Lang nicht gesehen. Schieß los, was willst du? Hallo, Entschuldigung, du bist ein bisschen dezent im Weg. Hör zu, Pepe hat mich geschickt. Wieso? Zu feige, die Eddie selbst zu bringen? Sag ihm, ich beiße nicht. Na. So ein Gespräch ist das. Hey, was ist dein Problem? Ja, echt mal. Friss seinen glänzenden Burger. Was schuldet er dir? Ich will die Privatsphäre meiner Kunden nicht verletzen. Aber sagen wir mal, eine Menge. Ein Kredithai mit einem Gewissen? Klingt zu schön, um wahr zu sein. Tja, frohe, verfickte Weihnachten. Irgendwie sieht die Brille so repariert aus, oder? Aber auch schabbert das uns nicht mal ein Auge zu, ja. Er zahlt schon noch. Er braucht nur etwas Zeit. Ich aus, als ob ich hier einen Wohltätigkeitsverein schmeiße? Wenn man sich Eddies borgt, zahlt man sie zurück. Mit Zinsen. Das ist verficktes Allgemeinwissen. Soll ich etwa ein Auge zudrücken, nur weil der Wichser nicht weiß, wie so ein Deal läuft? Nein. Tu es, weil ich dich darum bitte. Du kennst mich. Ich bin Geschäftsmann. Ich muss wissen, was für mich dabei rausspringt. Weißt du was, Kirk? Manchmal glaube ich, du vergisst, dass du nicht von hier bist.
klar, du schaust ab und zu in Haywood vorbei. Aber du lebst weit, weit weg in Pacifica. Mhm. Worauf willst du hinaus? Dass du dir zweimal überlegen solltest, ob du dich mit den Leuten hier anlegen willst. Ich bin offen für andere Angebote. So, Screamsheet nehmen und... Aber was ist das? Was ist das? Sieh mal hier. Okay. Megakarre auf der Titelseite. Gibt davon nur 4 Stück in NC. Eine hat der Direktor von Rayfield. Hm. Ryan die zweite. Die dritte gehört einem Verleih. Und die vierte? Die wird meinen Klienten gehören. Natürlich erst, nachdem du sie für mich klaust. Wenn ich das mache, sind Pippes Schulden vom Tisch? Klar. Ich stehe zu meinem Wort. Weißt du doch. Ganz simpel. Du klaust mir den Rayfield und ich vergesse Pippes Schulden. Ich gebe dir sogar was vom Gewinn, weil ich so korrekt bin. Mein Kumpel Rick arbeitet in der Parkgarage vom Embers, dem Club, wo unser Rayfield-Fahrer abhängt. Jeden Freitagabend. Ohne Ausnahme. Sobald du da bist, gehen die Kameras aus und das Tor auf. Ganz einfach. Du nimmst dir den Rayfield und fährst raus. Das war's. Warum brauchst du 2077 eigentlich überhaupt noch eine Brille, fällt mir gerade ein. Aber gut, vielleicht kann er sich das nicht leisten, ein Implantat da reinzusetzen. Ich hab's ziemlich eilig. Also wir fragen jetzt mal, wem das Auto gehört. Wer ist der Besitzer? Nur so ein Arasaka-Anzug von der anderen Seite des Teichs. Der hat Eddies bis zum Umfallen. Und sein Name? Weiß ich nicht und ist mir auch egal. Ich weiß, wo wir die Ware finden. Mir zählt nicht. Wie soll ich das anstellen? Soll ich auf einem Skateboard unter das Auto rollen und es mal eben schnell kurz schließen? Kirk, Karren wie die haben Sicherheitssysteme. Verdammt gute. Dieses Schätzchen funktioniert wie der Schlüssel, den Rayfield-Mechaniker verwenden. Öffnet Schlösser, umgeht die ID-Kontrolle. Ein Generalschlüssel für alle Rayfields in der Stadt? Das glaubst du doch selbst nicht. In Kabuki verticken die Tech-Zauberer noch magischeren Scheiß als den. Vertrau mir mal. Also, sind wir uns einig? Sind wir. Sind wir. Das freut mich. Wusste doch, du bist nicht dumm. Na. Geh zum Embers im Glen. Rick wartet in der Garage auf dich. Ihr zwei werdet euch blendend verstehen. Hals- und Beinbruch. Wir Was willst du, Dickerchen, jetzt eigentlich von mir? Guck mich nicht so komisch an. So lüstern mit der schwarzen Augenring. Wasch dir mal das Gesicht, Freund. Und vielleicht auch die fettigen Hände vom Burger. Flutsch! Und dann mampft er weiter. Eigentlich müsste der den Burger doch richtig schnell schon inhaliert haben. So, pass auf. Getränkekarte. Okay, komm, wir lesen die Nachricht. Diente Dorado, Mexal Bourbon Limette, dunkle Schokolade, Goldflocken. Ich hätte gerne ein Diente Dorado. Was gibt's noch? Santa Cecilia, Tequila, Matcha, Samburoya, Sahne, Mandelmilch, Flor de Muertos, schwarzer Rum, Chantreau, Taurin, Orangenblütenwasser, Rillenblumenblüten oder Campa de Haywood, Tequila, Reposado, schwarzer Rum, Limette, Jalapeno ohne Samen, Sojasauce oder Quinceañera, Amaretto, Contrôt, Rosewasser und Limette. Okay, alles klar, ich habe verstanden. Weiß ich, welchen Drink würdet ihr nehmen? Gut, 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 guck mal, zieh doch mal. Wow, hast du das alles alleine getrunken? Gibt's dir gut, Freund? Was mach ich nur? Ja. Saufen, die Hucke voll saufen. Ist das die Getränkekarte? Warnung für Touristen.
Warnung für Touristen, bleiben Sie innerhalb der Stadtgrenzen. Bleiben Sie aus Sicherheitsgründen im Stadtzentrum. Leider lauern in den Randgebieten von Night City nach wie vor ernsthafte Gefahren für Reisende. Die Stadt befindet sich an der umstrittenen Grenze zwischen Nord- und Südkalifornien. Tag und Nacht sind an dieser politischen Bruchlinie Schüsse zu hören. Auch wenn Grenzpatrouillen tapfer und unermüdlich illegale Immigranten verfolgen und gnadenlose Nomadenbanden bekämpfen, die sich an unschuldigen Zivilisten vergreifen, kann es in dieser Gegend dennoch gefährlich werden. Um ihre Sicherheit zu gewährleisten, setzen mehrere Konzerne ihre Ressourcen ein, um die Stadtgrenzen zu verteidigen. An Grenzübergängen müssen spezielle Passierscheine vorgelegt werden und jeglicher Versuch, ohne ein solches Dokument die Grenze zu überqueren, wird von den Sicherheitskräften unverzüglich mit Waffengewalt beantwortet. Halten Sie sich an die Gesetze, um bedauernswerte Unfälle zu vermeiden. Himmlisches Night City. Über Land in die Stadt zu reisen, ist nur empfehlenswert, wenn Sie militärischen oder Konzerngleichschutz haben. Ansonsten wird Besuchern von Night City empfohlen, per Flugzeug anzureisen. Jeden Tag gibt es mehrere Verbindungen zu anderen amerikanischen Großstädten sowie in den Orbit. Der Spaceport befindet sich auf dem Morrow Rock vor der Küste und ist vor der Ring Road aus zu erreichen, wenn man auf den Spaceport Boulevard abbiegt. Von der Insel aus hat man eine wunderbare Aussicht auf die Stadt. Also lohnt sich ein kurzer Besuch für ein paar Fotos auf jeden Fall. Auch wenn man keine Flugpläne hat. Oder wenn man einfach nicht besuchen will, dieser zauberhaften Stadt. So, pass auf. Also wir sollen auf jeden Fall die Bar verlassen. Das werden wir tun. Alter, ich will keinen Stress. Guck mich nicht so an. Die hat ja aggro geguckt, oder? Ich find's, also ich muss mich erstmal ein bisschen reinfinden in das Game. Wie immer, ne? Ich hab meinen eigenen Okay, die haben irgendwas geschnieft, vermutlich, nehme ich mal an. Oder irgendwas geraucht. Genommen. Ich will ja auch keinen Stress, weißt du? Ich will ja auch einfach keinen Stress. Deswegen quatsch ich natürlich jetzt auch nicht mit jedem. So, Ladies and Gentlemen, dann werden wir tatsächlich die Bar jetzt verlassen. Na? Ich weiß nicht. Was für ein ranziger, runtergekommener Schuppen. Das erinnert aber schon wieder mehr an irgendwelche Clubs in Berlin. Der Typ ist der Beste seiner Gewichtsklasse. Kann ich eigentlich nicht spielen? Geht das? Ist er Japaner? Wie geht's denn hier raus? Ah, da war der Typ da vorne, Ah, will ich wissen, was sie hier macht? Eieieiei. Und? Welche Schulden? Können wir hier eigentlich Sachen irgendwie finden? Hey, warum sehe ich weder scheiß Zitronen noch verfickte Limetten? Die sind da drin, ganz sicher. Sind das Leute vor der Bar? Will ich wissen, wer ihr seid? Geil! Oh mein Gott! Ich bin ja richtig im Ghetto angekommen. Ich greife vielleicht gleich jemand an oder so. Also so ein bisschen muss ich aufpassen. Bin dann im Endeffekt doch irgendwie eine Frau. Übernäht der Schadon. Leute in den Zentrum seine Kinder. Okay, Padre. Na, wen haben wir denn hier? Was? Wie? Meinst du mich? Ist eine Weile her. Wusste nicht, dass du hier bist. Ja, hi. Oh, Leiche im Kofferraum. Padre hat eine Leiche. Was? Ja, kam vor ein paar Wochen aus Atlanta zurück. War irritiert. Bist auf Haywood Art begrüßt worden, hm? Wie war's im Osten? Sag ich dir später. Ich habe gerade was zu erledigen. Ich finde, wir sollten jetzt reden. Kannst bei uns mitfahren. Mit der Leiche im Kofferraum? Marcus, fahr los. Ich will aber nicht. Muss ich? Steige in den Wagen ein, okay? Toll. Zack, und so gerätst du in Sachen rein, die du nicht reingraben willst. Wohin soll's gehen? Zum Glen. Lasst mich am Ambers raus. Vordereingang? Rampe am Hintereingang. Ich zeige euch, wo ihr halten müsst. Du hast sie gehört, Marcus. Wie läuft es für dich in NC? Gut beschäftigt? Ja, mache hier und da ein paar Jobs. Nichts Großes. Aber ich komme klar. Danke der Nachfrage. Also, lief Atlanta nicht ganz so wie erhofft, hm?
Bin eigentlich ohne Erwartungen hingegangen. Naja, hatte gehofft, es ist dort besser als hier. War's aber nicht. Vielleicht ist es am Ende besser so. Tja, vielleicht. Aber woher kenne ich dich? Und warum hast du eine Leiche im Koffer? Schönes Gespräch. Scheiße. Oh nein. Gibt's jetzt Stress? Ich glaube ja. Halt mal an. Was ist los? Was Geschäftliches. Bist du bewaffnet? Nein. Ich bin nicht bewaffnet. Sebastian Ibarra. Muss mein Glückstag heute sein. Oh. Was willst du? Die Sache klären. Ein für alle Mal. Hab ein Angebot für dich, Papi. Hör mir genau zu. Verpiss dich aus Vista. Ruf deine Jungs zurück von der Straße. Ich lass dir den Glenn. Hand drauf. Keine schlaflosen Nächte mehr. Großzügig von mir, oder nicht? Und Papi... Noch ein verdammtes Wort. Halt dich da raus. Ich kenn dich nicht. Ich dich auch nicht. Das jetzt. Heißt, dass du hier einen Scheiß bedeutest und noch weniger als das kannst. Na? Sonst noch was? Ich glaube, unser Gespräch ist damit beendet. Na, aufs Maul. Vorsicht, Padre. Du weißt nie, wer eine Knarre auf dich richtet. Du auch nicht, Missgeburt. Marcus, fahr. Dein Gesicht merke ich mir. Hier, hier, hier. So. Ich hab's geregelt. Schön zu sehen, dass du deine Wurzeln nicht vergessen hast. Hast immer noch dieses Talent. Viele der kleinen Schisser hier bissen sich in die Hose, wenn ihnen jemand eine Knarre ins Gesicht hält. Wer war der Typ? Niemand. In einer Woche ist er weg. Und ein anderer nimmt seinen Platz ein. Okay. Er hat dich bedroht. Hat er. Und dafür wird er bezahlen. Halt hier an. Gleich hier. Ich spring einfach runter. Hier, bevor du gehst. Was ist das? Deine Nummer? Könnte nützlich sein. Vielleicht können wir wieder zusammenarbeiten. Wie früher. Danke, Padre. Padre. Ich muss los. Geh mit Gott. Ich gehe zumindest mit deiner Karte. Zack. Läuft, Ladies and Gentlemen. Das gibt's nicht. Was hast du jetzt für ein Problem?